Hey Leute, willkommen in der dritten Folge. Es hat gerade einen Fehler gegeben mit den Chunks hier. Ich habe nur mein Inventar kurz sortiert in eine Truhe, die ich gemacht habe. Und naja, wir schauen mal. Auf der Karte oben sieht man so einiges, aber wir gehen jetzt nochmal zum Dungeon. Und naja, wir müssen es probieren, weil wir könnten Dias farmen. Das ist auch eine Option. Also Dias farmen wäre die nächste Option, die ich vorschlagen würde. Also halt Dias Farm geht hier ziemlich einfach in Hexit, nämlich spawnen die auch auf jeder Höhe, also quasi wie Eisen oder Kohle und sind so häufig wie, ja, Eisen, ein bisschen seltener. Schauen wir mal kurz, ob wir vielleicht zufällig eine Höhle finden, hier irgendwo. Schweine, das ist auch schon mal gut, ein bisschen Essen, ein bisschen Erfahrung, man weiß nie, wann man enchanten kann. Oh, Hexe, Spinne. Bisschen verplant bin ich und... Ne, das war nur so ein Herz. Es gibt diese Miniaturherzen, die OP sind. Da kann man sich extra Herzen irgendwann machen. Oh, Multikill. Okay. Und es gibt halt die ganz normalen Herzen, die ein Leben auffüllen, wenn man Mobs killt. Sagen wir da... Oh, ein Bogen. Ein zweiter. Okay, so. Ah, das ist ein schönes Sumpfbiom. Hier gibt es ja natürlich auch nicht in Vanilla Minecraft. Und Zuckerrohr nehmen wir mit. Wir wollen ja irgendwann mal vielleicht ein Enchantment Table machen. Okay. Noch mehr Schweine brauche ich nicht. Und was war denn da für ein Viech? Ein Pferd. Oh, da wird sich Dena nicht so freuen. Ein Pferd. Okay. Oh, eine Höhle, ne? Eventuell. Nee. Ist keine Höhle. Schade. Und, naja. Ich habe es endlich auch geschafft, halt Hexit von Anfang an zu installieren. Bei mir hat es bis jetzt immer nicht geklappt, dieses Hexit-Pack-Zusatzding. Und jetzt sind wir in Höhlen. Und das Spannende an Höhlen ist, die sind halt, ja, anders als die Vanilla-Höhlen. Denn es gibt hier viel mehr Sachen. Wir butteln die gerade hier an, die Redstone, damit wir Helligkeit haben. Und wir sehen hier Dias. Was sind Dias? Wir brauchen nur Eisen, um die abzubauen. Und die Höhlen sind halt extrem interessant. Durch, ja, diese Vielfalt an Erzen und Items. Das sollte Eisen sein. Und das ist eine Schlucht, okay. Das wird eine Minenerkundungstour, sage ich euch. Oh, ein Spawner. Oh. Giftspinnen. Die gibt es nur in solchen Gebieten hier. Das sind so Dinger, die Schaden machen. Halb minimal, das ist so wie Kaktus ungefähr. Kakteen. Für die Besserwisser unter euch. Noch ein Spawner. Vor allem diese Totenköpfe oder einfach allgemein dieses Feeling hier ist so krass geil. Skelett, naja. Einfach zu besiegen. Miniaturherz hat nur einen aufgefüllt. Oh, das ist so ein mega Minenschacht. Das ist cool, das ist cool. So. Okay, wir gehen hier lang. Eisen. Alter, es ist so dunkel. So. Lol, okay, hier. So. Kohle. Genau das wollte ich. So. Ah, dann kann ich Fackeln für euch machen, damit ihr mehr seht. Und da unten ist noch so ein Gang. Da geht man direkt runter, wenn ich Fackeln gemacht habe. Aus nicht vorhandenem Holz. Und die Axt habe ich weggeschmissen. Schlau. So. Okay. Zwei Holz, drei Holz. Ich bin hier gerade geschlittert, irgendwie komisch. Naja. Okay, jetzt haben wir noch nicht ganz genug Holz. Irgendein Holz ist verschwunden. Okay, wir machen jetzt Fackeln. So. Damit ich und ihr was seht. Überhaupt in diesen Höhlen. So, hier ist nichts mehr. Okay. Puh, ihr könnt immer wieder neue Mobs lauen. Es gibt auch all diese Special Mobs, die natürlich spawnen in so Sachen und die sind halt dann extrem gefährlich. So, hier ist Dingens. Ach, wir haben erst zwei Eisen. Schade.
Wir brauchen schon noch Eisen. Gut, gut, gut. Okay. Jetzt ein Crafting Table wäre ganz nützlich. Denn wir machen uns direkt Dia-Sachen. Und wir farmen dann noch alle anderen Erze, wenn wir erstmal eine Eisenhacke haben. So. Erstmal einen Ofen oder ein paar Öfen, weil ich will ein bisschen mehr schmelzen. So. Erst Eisen. Fleisch. Fleisch. So. Ich brauche unbedingt bald ein Backpack. Ich suche das mal hier kurz zurück. Rucksack. Gold. Eisen, robuster Griff. Und Leder. Okay, warte mal. Backpack. Irgendeins muss es doch mit Leder geben. Backpack, Farbstoff oder Leder. Haben wir genug Leder? Nein, wir haben kein Leder mehr. Schade. Naja. Dann haben wir hier das Eisen. Können wir uns halt bald ein Dingens machen. Okay, so. So. Ein Dia. Ist normal bei Hexit. Und dann bauen wir das hier wieder ab. So. Irgendwas wegschmeißen, Wurzel. So. Werkbank baue ich auch ab. Keine Ahnung, hab keinen Bock wieder neue zu craften bald. So, dann gehen wir mal hier lang, fahren ein bisschen hier. Kann ich alles nicht einsammeln? Ich werfe einfach das andere unnütze Zeug weg. Das ist im Endeffekt meistens unnütze und vielleicht braucht man es doch irgendwann. Aber das Hexit-Let's Play hier wird nicht so lange gehen, denke ich. Dass man so mega krasse Sachen macht. Okay. Ich höre einen Slime und Spinnen. So. Eine Verzweigung, Enderman. Puh. Okay, das ist krass. Alter, das ist echt übertriebenst. Oh, hier ist so ein Bahnhof-Dingens. Das ist auch in Vanilla. Gibt's das? Okay, das ist Bärendinger oder so. Oh, Giftspinne. Höhlenspinne. Anscheinend vergiftet die mich irgendwie nicht. Aber schlecht ist es ja nicht. Slimes. Okay. So. Krass. Krass. 11 Level. Wir gehen mal zur Schlucht. Also das ist richtig krass, Hexit. Ist einfach bestes Modpack. Lapis Totenköpfe. Eine Truhe. Zwei Tiers. Noch eine Eisenpickaxe. Nice. Kürbiskerne unnütze. So, wir haben genug Dias für eine Diaspitzhacke theoretisch schon. Ja, geil. Geil, Leute, das ist richtig gut. So. Okay, wir gehen hier lang. Ich baue wieder. Ich brauche unbedingt Holz. Ich hole mir mal ein bisschen Holz beim nächstgelegener Stelle und da kommt ein Creeper angeschlichen. Ist aber nicht so schlimm. Und das meine ich mit coole Höhlen einfach. Einfach solche Höhlen. Und da noch mehr Dias. Perfekt. Perfekt, Leute. Ich brauche das andere Holzstück noch. So. Ah, Gott. So. Und wieder Fackeln. Für euch. Für euch natürlich, nur für euch. Und für mich, damit ich besser sehe. Oh, ganz viele Dias. Das ist ein natürliches Vorkommen. Ja, das ist ein Vanilla-Vorkommen. Ganz, ganz gut. So, Eisen. Sehr, sehr gut. Okay, das ist Meteorit. Da können Creeper rauskommen, glaube ich. Meteoritenbruchstein, dachte ich es mir. So. Vielleicht sind hier noch mehr Dias. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr, sehr hoch bei Hexit. Da hinten sind Dias. Schale können wir wegwerfen. Dia. Boah, einfach cool sieht das hier aus. Muss ich zugeben. Die Dinger explodieren. Das weiß ich noch von Hero. Okay. Aber Leute, hier ist es gerade so spannend.
Und naja, meine Folgen sind wie immer kurz gehalten, deshalb wir sehen uns in der nächsten Folge. Mal schauen, was wir alles entdecken können noch. Und ciao.